angefangen habe ich heute in diesem Teil damit, hier diese Korpusse erstmal in der Höhe auszurichten. Ich habe ja einen recht schiefen Boden und das Ganze muss halt doch um einiges ausgebessert werden. Hierzu habe ich mir auch schon die letzten Monate und Jahre mal so eine kleine Kiste angeschafft mit so einer kleinen Sammlung an Unterlegstückchen. Das sind verschiedene Holzstückchen, Furniere, Kantenumleimer, alles in der, ja, alles sowas in der Richtung, dünne kleine Teile. Das nächste wird auf jeden Fall sein, dass ich mir jetzt eine Arbeitsplatte zuschneide. Ich habe noch seit 5 oder 6 Jahren habe ich eine 30 mm Siebdruckplatte drüben im Lager rumliegen, die ich heute endlich mal benutzen kann. Und im Küchenbau zum Beispiel gibt es spezielle Fräsvorrichtungen, womit man halt gerade so L-Arbeitsflächen super miteinander verbinden kann. Ich habe sowas nicht, aber ich habe sowas Ähnliches. Einige von euch dürften sowas wahrscheinlich auch kennen. Das sind solche Gewindestangen, mit denen man hier so zwei Platten aneinander festziehen kann. Die gibt es auch zum Beispiel in dieser Form. Dort kommt dann in eine Platte eine Bohrung, in die andere auch, und dann kann dieses ganze Teil festgezogen werden und somit auch die Platten zueinander gezogen werden. Aber wie das im Einzelnen läuft, habe ich ja bisher auch noch nicht gemacht, also ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich schneide mir jetzt erstmal meine Multiplex oder meine Siebdruckplatten zu, die ich noch drüben habe, und dann geht es hier mal weiter mit der Befestigung. In den letzten Sequenzen sind hier so einige Sachen abgegangen, die ich vielleicht im Detail einfach mal kurz erklären mag, bevor ihr hier im Video den Faden verliert. Und falls ihr schon den Faden verloren habt, dann schaut auf jeden Fall hier oben mal rein in diesen ersten Teil dieser kompletten Videoreihe, und die anderen Teile, die verlinke ich dir unten auch nochmal in einer Playlist in der Videobeschreibung. Des Weiteren habe ich natürlich nach dem Zuschnitt meiner Arbeitsplatten hier für meine Korpusse auch diese zwei Eckelemente, die hier übers Eck gehen, nochmal miteinander verbunden, dass diese beiden Platten
von sich aus stabil miteinander verbunden sind. Der einzige Nachteil bei der ganzen Sache ist, das zeige ich euch dann bei der Befestigung, das Ganze bekommt dann so einen kleinen Bauch, weil durch den Zug dieser Doppel-Y-Verbindung das Holz einfach auf Spannung geht und dann halt auch so einen kleinen Bauch macht, nach oben zum Glück. Das ist aber kein Problem, dazu habe ich auch eine super Lösung, das zeige ich euch dann später mal. Zur Befestigung der Arbeitsplatten, meiner Siebdruckplatten, die ich euch gerade eben gezeigt habe, ist es natürlich notwendig, an den Korpusen auch eine gewisse Vorrichtung zu schaffen, um diese dort befestigen zu können. Die hatte ich anfangs nicht, habe mir aber jetzt hierzu solche ganz normalen Dachlatten zugeschnitten auf Maß, die sind nicht ganz so tief, wie meine Korpus so tief sind, habe hier auch schon mal diese Schrauben vorgeschraubt, zu denen komme ich jetzt gleich, das ist nämlich ein entscheidender Faktor, und habe diese Sachen auch schon mal so angebohrt, dass die hier ganz einfach auch an meine Korpuswände festgeschraubt und teilweise auch festgeleimt werden. Und jetzt kommen auch die Schrauben mit ins Spiel, weil die sind nämlich auch entscheidend bei der Verbindung zwischen Arbeitsplatte und den Korpussen. Aber aus Platzgründen ist ja hier die Verwendung eines Akkuschraubers schlecht möglich. Daher ist die logische Konsequenz, dass man einen Winkelschrauber verwendet. Ich habe jetzt hier auch diesen Winkelschrauber von Pharmac. Der hat einen riesigen Vorteil gegenüber anderen Winkelschraubern. Ich zeige euch mal einen, beziehungsweise den einen, den ich kenne. Und zwar ist das dieses Gerät hier. Das ist ein, ja, so ein älteres Teil, irgendwie aus den 50ern oder so. Habe ich mal vom Flohmarkt bekommen. Mit dem hätte ich das überhaupt gar nicht hinbekommen, das festzumachen, weil hier nämlich der entscheidende Faktor ist, der Abstand zu der Wand. Und diese Dachlatten sind ja relativ schmal und genau hier besteht auch das Problem darin. Man muss hier nämlich auch irgendwie rankommen an die ganze Geschichte, weil ich habe ja immer auch noch eine Seitenwand, an die dieses Teil hier festgeschraubt wurde. Und deswegen ist dieses Teil hier super, das zeige ich euch auch gleich in Action. Thank you.
mir gar nicht mehr so ganz sicher, wie viele Tage ich eigentlich jetzt an dieser Werkbank gearbeitet habe. Es müssten irgendwie 5, 6, 7 Tage sein. Keine Ahnung, immer wieder mal so 2, 3 Stunden, wenn es halt mal ging, ab in die Werkstatt und das machen. Aber wenn es gut werden soll, dann dauert es halt einfach. Und mir ist auf jeden Fall wichtig gewesen, dass die Arbeitsfläche auch extrem rechtwinklig ausgerichtet ist, zugeschnitten ist und vor allen Dingen natürlich auch, dass die Kante vorne an der Arbeitsfläche auch eine saubere Flucht ergibt. Und das Wichtigste kommt fast zum Schluss, und zwar der Platz der Carpex. Und die Carpex steht jetzt momentan hier oben. Es ist auf jeden Fall auch ziemlich sicherheitsrelevant, dass die beiden Seitenteile von der Carpex, also hier der Tisch und der Tisch, auch mit der Arbeitsfläche der Carpex absolut plan sind und hundertprozentig passen. Weil nämlich, wenn das Werkstück schief stehen würde, weil jetzt zum Beispiel hier ein Schrank höher oder tiefer ist, dann könnte sicher das Werkstück beim Sägen oder nach dem Sägen oder nach dem Durchsägen verkeilen und zu einem Wurfgeschoss werden. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die man unbedingt vermeiden sollte. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man hier auch mit Bedacht rangeht und das Ganze halt auch wirklich schön gerade und auch in Waage hier ausrichtet. Und das wird jetzt auch der nächste Schritt sein. Meiner Kappsägenstation war mir auf jeden Fall ziemlich wichtig, dass ich nicht solche Aufbauten neben meiner Kappsäge habe, wie man sie üblicherweise sieht, weil ich nämlich dort auch das Problem sehe, dass man dann auch nicht die Werkbank mehr als Werkbank nutzen kann, sondern es ist dann wirklich eine klassische Kappsägenstation, weil ich dann auch mit dieser Fläche eigentlich nichts weiter anfangen kann. Anders schaut es jetzt bei mir aus. Ich kann hier meine Fläche perfekt nutzen, auch für andere Sachen. Und das wäre mir auf jeden Fall sehr wichtig bei dieser Bauweise. Hier kann man auch ganz gut sehen, dass ich momentan die Carpex noch gar nicht festgeschraubt habe. Also hier ist so ein kleiner Keil dran. Hier vorne ist auch so ein kleiner Keil. Und auf der Rückseite ist die Carpex auch mit Keilen einfach nur ja, fixiert. Verklemmt sozusagen, weil ich hier nämlich auch noch nicht hundertprozentig weiß, wo die Carpex dann stehen soll, weil hier nämlich auch noch einige Sachen auch noch gemacht werden müssen. Denn aktuell ist es nämlich auch noch so, dass wenn ich hier eine Schrägverstellung mache, denn genau hier an der Stelle würde nämlich auch die Carpex an den Tisch anecken. Ich bin hier noch gar nicht direkt auf 45 Grad, gerade mal so auf 43 Grad oder so, und hier werde ich auf jeden Fall noch so eine kleine Ecke ausschneiden müssen, jeweils links und auch rechts, und das kann ich aber auch erst machen, wenn ich genau weiß, wo die Kappsäge stehen wird. Ich habe mir eine ganz besondere Absaugtechnologie einfallen lassen, die möchte ich dann in diesem Zuge, oder die entscheidet auch, an welcher Stelle hier auch genau die Kappsäge stehen wird. Deswegen
habe ich das jetzt erstmal so gelassen und mir das erstmal nur mit Keilen fixiert, weil ich das dann im Zuge mit der Absaugung machen werde. Aber so wie es jetzt momentan ist, passt mir das auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall ziemlich happy damit. Ich habe jetzt auch einen perfekten Kapselgestand und ich kann auf jeden Fall daran arbeiten. Und das Besondere an dieser ganzen Konstruktion ist auch, dass das Teil wirklich so schwer ist und dass es ja auch zusammenhängend verbaut wurde. Also der erste Korpus mit dem mittleren, mit dem linken Korpus, mit den beiden Korpussen, die hier rüber gehen. Das ist ja alles miteinander verbunden, das ist ja alles miteinander verschraubt. Auch mit den großen Siebdruckplatten, die da drauf sind. Also das ist auch so schwer im Gesamten, dass hier nichts sich bewegt. Und es ist auch perfekt in Waage und also ich bin wirklich sehr happy. Und ich hoffe, euch hat dieses Projekt auch gefallen. Die beiden anderen Teile zu diesem kompletten Korpus und wie ich mir auch die ganzen Platten gebaut habe, findet ihr unten auch nochmal in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und auch das nächste Mal wieder mit einzuschalten hier bei Neue Werkstatt. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, Servus. Thank you.